Es ist also geschafft, die Welt hat ein Klimaabkommen. 20 Jahre haben manche Leute dafür gekämpft, dass das zustande kommt. Und ich muss sagen, in dem Moment, als der Hammer fiel in diesem Plenarsaal, das waren schon bewegende Momente. Wenn man Christiana Figueres angeguckt hat, die Sekretärin des Klimasekretariats der Vereinten Nationen, da muss man einfach sagen, das ist schon ein Stück Weltgeschichte, die hier geschrieben wurde. 195 Staaten haben sich darauf gemeinsam verständigt. Und wenn alles gut geht, kann hier von Paris das Signal ausgehen, wir gehen raus aus den Fossilen, rein in die erneuerbaren Energien. Lustigerweise hat man das heute so ein bisschen an der Aktie von ExxonMobil gesehen. Die hatte Kursschwankungen, je nachdem, ob es hier in Stocken geraten ist, und das ist ja mehrmals an dem heutigen Tag, oder ob es dann wieder im Plenum Zusammenkünfte gab, und am Ende des Tages ist die Aktie deutlich nach unten gegangen. Das ist absolut ein positives Signal. Nichtsdestotrotz muss man sagen, man kann nicht nur feiern, sondern muss vor allen Dingen sagen, morgen geht dann die Arbeit so richtig los. Denn selbst wenn man sich jetzt hehre Ziele in diesem Vertrag gegeben hat, die Erderwärmung auf unter 2 Grad, wenn nicht gar 1,5 Grad zu halten, dann muss man sagen, die Instrumente sind leider noch viel zu schwach. Wir haben ja in den nationalen Klimabeiträgen bisher erst ein 2,7, wenn nicht gar 3 Grad Pfad eingeschlagen. Und wir brauchen hier unbedingt eine Nachbesserung. Das heißt, es muss hier einen ganz starken Review-Prozess in den nächsten Jahren einfach noch geben, damit das Ziel dann auch erreicht werden kann im Jahr 2050, ab der zweiten Jahrhunderthälfte, wirklich zu einer Dekarbonisierung, die jetzt nicht mehr Dekarbonisierung heißt, aber de facto ist es das, was es erreicht werden soll, zu kommen. Und man muss sagen, auch mit diesen 12 Vertragszeiten ist die Uhr immer noch auf 5:12 gestellt. Daran hat sich nichts geändert. Das ist nicht nur das Korallensterben, das sind nicht nur die schmelzenden Gletscher, sondern das ist auch der Blick auf unsere Kinder. Und ich muss ganz persönlich sagen, ich hatte ja meine ganz, ganz kleine Tochter hier mit dabei. Bei der Verlängerung an dem heutigen Tag war dann die Betreuung auch nicht mehr zu gewährleisten. Deswegen war die mit auf der COP. Und natürlich frage ich mich schon, wenn ich jetzt sage, irgendwie ist es ein bewegender Moment. Ist es das wirklich? Schaffen die Nationalstaaten jetzt ihre Hausaufgaben, die sie machen müssen? Oder hält mir meine Tochter im Jahr 2050, wenn sie genauso alt ist wie ich jetzt heute, vor: Mama, was habt ihr da eigentlich für einen absoluten Mist verbrockt? Warum habt ihr uns vor dieser Klimakrise nicht retten können? Und deswegen heißt es jetzt, wir müssen vor Ort das umsetzen, was hier versprochen wurde, nämlich den Ausstieg aus den fossilen Energien, die globale Transformation einleiten in allen Lebensbereichen, und die Arbeit fängt erst richtig an.